Oh, meine Lieben, hier bin ich mal wieder mit einem Video und zwar mit einem Tauschpostvideo. Und zwar tausche ich mit der lieben Lena. Lena hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Zeitlos. Den verlinke ich euch auf jeden Fall euch in die Infobox. Sie hat wissentlich mehr Abos verdient, wie sie eigentlich schon hat. Ich habe die liebe Lena gefragt, ob sie ein Album von mir haben möchte, weil ich weiß, dass sie die Farben mag, Schwarz, Gold und Silber. Also diese Mischung mag sie sehr gerne und habe sie halt gefragt, ob sie das haben möchte und sie hat gesagt, ja klar. Und so hat sie mir jetzt ihr Päckchen geschickt. Deins geht nächste Woche raus. Ich bin gerade hier dabei, das quasi zu verpacken, weil ich dir noch ein paar kleine Extras eingepackt habe. Und ja, ich habe schon das Paket aufgeschnitten. Das kam schon am Donnerstag, heute ist Samstag. Am Donnerstag ging es mir nicht so gut. Und dann gestern musste ich arbeiten, heute auch. Aber jetzt kann ich das Video endlich drehen. Jetzt habe ich Zeit und meine Ruhe. Und ich finde, so ein Video sollte halt immer mit Ruhe und ohne Stress und ohne nix. Und es war ja auch so heiß. Und ja, ich habe mir die Post schon rausgesucht. Das Paket stelle ich hier mal neben mich. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen, weil ich die Kamera ein bisschen weiter oben habe. Ich habe hier ein Saustall. Ja. So, da machen wir mal die Post auf. Das freut mich ja schon, ja. Ich und Lena haben sehr viel gemeinsam, was Musik angeht. Sie liebt die Kellys, ich liebe die Kellys, sie liebt Joel. Ich höre ihn auch wahnsinnig gerne. Und das verbindet uns auch so. Und das finde ich auch richtig toll. Und natürlich auch gewisse andere Dinge. Und ja, aber es sieht mir hier. Oh, wie schön. Die werde ich hier. Oh, da ist der Brief drin. Die werde ich mir hier an meine Pinnwand machen. Und dann schauen wir mal rein. Ich freue mich auch über den Tausch. Ich lese den Brief nicht vor. Ja, es ist jetzt sehr schwer getan, mir ein Paket zu packen, was ich gar nicht verstehe, weil ich freue mich über alles. Ob selbst gemacht, etwas gekauftes, egal. Ja, sie sagt, meine Sachen sind sehr schön. Ja, mein Album ist auch nicht perfekt, liebe Lena. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass du mir eine große Freude machst. Und sie wünscht mir noch viel Spaß beim Auspacken. Und liebe Grüße, Lena. Ja, den Brief lege ich auf die Seite, aber die Karte lasse ich hier liegen. Jetzt muss ich mal gucken. Ui. Und jetzt ist es so schön verpackt. Und dann hat sie mir hier diese Schüttelherzchen eingepackt. Die habe ich noch gar nicht. Die finde ich richtig toll. Ich glaube, da werde ich mir eins auseinanderfummeln und eins abformen. Weil die Herzform gefällt mir. Finde ich richtig cool. Dankeschön. Und ich pack erstmal alles aus, was nicht eingepackt ist. Und dann diese Sticker. Die habe ich noch bewundert in deinem Video von deinem Wundertüte oder wie du das genannt hast, die fand ich richtig toll, weil die gibt es bei uns gar nicht. Das ist auch Kick, ja. Finde ich richtig cool. Dankeschön. Dann ist hier alles ihre. So. Oh, da sehe ich noch was Uneingepacktes. Kinder Bueno. Ich liebe Kinder Bueno. Alles, was mit Kinder zu tun hat, ob Schokobons, Bueno, außer ne, Hanuta ist ja nicht von Kinder, glaube ich. Und Duplo, das ist das Einzige, was ich nicht so mag. Aber Bueno, ich hoffe, die sind nicht verlaufen jetzt. Die kommen gleich in den Kühlschrank, weil ich kann Schokolade nur kalt essen, weil sonst kriege ich Sodbrennen. Ja. Dankeschön, das stellen wir mal aus dem Bild. So, das
Dann steht hier, bitte zum Schluss öffnen, wird gemacht. Da ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo anfangen soll. Okay, fangen wir hier mal an. Das ist richtig schwer. Ja, ich weiß, dass du sie magst. Da braucht man immer welche. Ich bin gespannt. Das hört sich an wie Kinderschokolade. Ich liebe Kinderschokolade. Ja, ich liebe Kinderschokolade. Und dann auch noch die große Packung. Bist du verrückt? Ja. Dankeschön. Wandert auch gleich in den Kühlschrank. Und weil es halt so gut ist, braucht man Nachschub. Das ist auch nochmal Kinderschokolade, aber ich glaube in kleinem Format. Ja, Lena, willst du mich mästen? Aber da hast du voll ins Schwarze getroffen. Schaut mal. Richtig cool. Die Verpackung kann man quasi fast nachbasteln. Oder? Ich weiß gar nicht, wie die aufgeht. Aber die Verpackung, ach ja, die kann man quasi gerade nachbasteln. Da hast du aber Glück gehabt, dass die Schokolade nicht geschmolzen ist. Ich mache das halt aus dem Bild. Dann ist hier auch nochmal. Vielleicht magst du die auch, wenn nicht, einfach weitergeben. Nein, die behalte ich für mich. Ich liebe die. Hier. Werthers Original. Die habe ich schon in meiner Kindheit immer gegessen. Karamellbonbons, das geht bei mir immer. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich habe davon ihr auch ein Bild geschickt. Von denen mit Pop als Popcorn. Und die sind richtig geil. Popcorn mit Werthers Karamell und Brezel. Also Salzbrezeln gemischt. Richtig lecker. Dankeschön, Liebes. Du meinst es aber gut mit mir. So. Geht einfach immer so geil. Okay. Das ist jetzt Kinderschokolade in Langformat bestimmt. Also Mann, Lena, du bist. Ja, genau. Und wen haben wir denn da hinten drauf? Das ist Marc-André Stegen, WM-Spieler. Es wäre jetzt noch cool gewesen, wäre Neuer drauf gewesen oder ein Bayern-Spieler. Nein, Spaß. Aber wie gesagt, geht immer. Und deswegen habe ich dich gefragt, ob du die Lind magst. Die finde ich ganz gut. Bin ich mal gespannt, welche. Das ist Vollmilchschokolade. Cool. Habe ich noch nicht probiert. Ich habe eher mit Karamell probiert. Werde ich aber probieren, kommt natürlich auch in den Kühlschrank. Vielen lieben Dank. Bist echt verrückt. Da ist die Verpackung kaputt gegangen. Die schmecken echt richtig gut. So zwischendurch mal. Lollis. Geht immer. So zwischen Basteln und so. Naja, warum nicht? Herzchen. Bist echter Knaller. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du freust dich natürlich auch über mein Paket, weil, ja. Schachtel mache ich auf die Seite. So. Da wird bestimmt meine Nichte mopsen, wenn sie wiederkommt. Die findet ihr immer alles.
Dieses hier finde ich für verschiedene Aufbewahrung echt richtig niedlich. Weiß nicht, was das sein könnte. Also wie gesagt, das ist halt nur ein kleiner Tausch, weil ich wollte auch nicht viel für das Album, aber das ist schon echt. Und du sagst mir, mir wird das nicht gefallen. Ach, wie süß. Summer. Ja, da hast du recht. Da könnte ich meine Gelstifte reinmachen. Die ist richtig cool. Oder meine Bleistifte. Ich habe ja so viele. Ja, freut mich. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig cool. Dankeschön. Jetzt habe ich die Caddies vergraben. Die müssen natürlich nach oben hin. Und dann haben wir hier noch ein Päckchen. Und da waren diese Blumen dran, aber die sind abgefallen. Leg ich mal auf die Seite. Hier ist eine Kleinigkeit selbst gemacht für dich drin. Oh, da bin ich gespannt. Erstmal das selbstgemachte. Ein Pocket Letter. Oh, ist das schön. Da kommt zu meinem Pocket Letter. Ich habe ja auch vorher mal Pocket Letter gemacht, aber ja, ich habe irgendwie nicht den Sinn fürs Dekorieren. Das finde ich richtig schön. Ich liebe Schmetterlinge. Und ich habe auch bei deinem Video eben, wo diese Wundertüte oder diese Goodie Bag oder was du da gemacht hast, ich weiß gar nicht mehr, wie du die genannt hast. Du klebst da einfach alles drauf und das finde ich so faszinierend, dass es so Leute gibt, die das sowas können. Das könntest du mal an mich weitergeben. Oder wenn wir uns mal sehen, weil sie wohnt ja nicht weit weg von mir, kannst du es mir ja beibringen. Vielen lieben Dank. Und dann waren noch Extras dabei und zwar hier solche Eulis. Die sind auch richtig cool. Da sind aber auch verschiedene drin, oder? Nee, da sind noch Eulis, ein Geschenk, Blumen, Tasse, ein Kuchen und ein Ding. Das können man jetzt, das sind so Tags, aber die können man jetzt auch auf Karten oder so kleben, wenn man Karten basteln könnte. Das kann ich nämlich auch nicht. Aber ich werde da schon eine Verwendung finden. Vielen lieben Dank. Die stecken wir wieder da rein. Kommt. Ich habe dir gesagt, in deinem Paket wird auch was für Billy drin sein. Billy ist ja Hund, den ich total knuffig finde. Ja, danke schön. Dann hat sie mir hier nochmal so 3D-Sticker, glaube ich, sind das eingepackt mit so Vögelchen. Finde ich auch richtig schön. Dann hier nochmal mit Cupcakes. Und mit so einer Rose dann, wo man 3D-Pads drauf machen kann. Bin ich mal gespannt, was ich da draus mache. Und Schmetterlinge. Ja, die gehen ja auch immer. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du hast natürlich maßlos übertrieben. Aber dazu sage ich nichts. Da ist nichts mit dran. So, und jetzt haben wir hier noch eine Tüte, also eine Box. Und da haben wir. Der Joel. Das ist Joel Brandenstein, das ist ein super Sänger. Vor allem, ich muss da kurz was dazu sagen, vor allem. Macht er Musik nicht durch irgendeine Castingshow, sondern hat sich auf YouTube einen Kanal gemacht und hat da seine Musik hochgebracht. Und er hat eine mega geile, sanfte, tolle Stimme. Ach cool, sind das Sticker? Da kann ich dir ja noch was davon basteln und dir mitschicken. Ja, geil. Das werde ich tun. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Ja, und
ich immer, wenn ich auf Instagram was sehe, weil sie da neue Lieder eingespielt hat, dann muss ich ihr das immer schreiben, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Und ja, ich danke dir recht herzlich für alles und ich habe mich mega gefreut und ich glaube mir, ich hätte mich allein auch nur über die Kinderschokolade gefreut, wirklich. Aber der Rest, der Pocket Letter, den werde ich mir hier irgendwo aufhängen. Ich muss mal gucken, wohin. Und die Karte kommt an meine Pinnwand. Und ich bin gespannt, was du zu meinem Album, ja, zu meinem Album sagen wirst. Das ist nicht perfekt, aber es kommt mit ganz viel Herz und Liebe zu dir und freut sich auf deine Weiterverarbeitung. Ach, das ist toll. Ich glaube, den werde ich mir jetzt irgendwo noch hinkleben. Mal gucken. Ach, ich finde den Typ einfach toll. Ja. Und ich hatte auch eine Idee, jetzt mal ohne Scheiß, eine Idee, mit dir was zu machen von ihm. Weil das uns ja auch irgendwie verbindet. Ja. Richtig, richtig toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ich werde jetzt auch noch gleich persönlich schreiben. Und es tut mir auch leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich werde das Video dann auch erst am Sonntag hochladen, in aller Ruhe. Und jetzt werde ich basteln und deine Sachen weiter einpacken. Und ich hoffe, du freust dich. Also, liebe Lena, schaut auf bei ihrem Kanal vorbei. Sie ist echt eine, wie sagt man, eine YouTuberin, wo sich nicht verstellt. Sagen wir mal so. Sie sagt das, was sie denkt, und das ist auch richtig so. So wie ich auch eigentlich. Ja. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Wann immer ihr auch das Video schaut, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und einen schönen Tag. Tschüss.